willkommen zu meinem nächsten Let's Play. Heute geht es darum, ich muss noch ein bisschen an der Herstellung noch arbeiten. Halt dem Waffengut. Da brauche ich noch diesen Honigdachsfell. Jagdfell und Spritzentasche. Naja, da muss man dieses Legendäre sammeln. Königstigerfell, da brauche ich auch noch. Es geht einfach heute um die Herstellung, kann man sagen. Also, ich würde jetzt gerne mit dem Waffengut anfangen. Da brauchen wir noch dieses Dachsfell. Und wenn wir mal rausgehen. Hängt sich das gleich auf? Nein, hängt sich nicht auf. Ich weiß jetzt nicht, was der für Probleme da drin hat. Da kommt noch einer. Eigentlich habe ich ihn in den Arm geschossen. Aber naja, tot ist er. Vor tot ist es tot. Gut, Honigdachsfell. Ich habe gestern bei meinem Let's Play was ausprobiert. Und zwar hier kommen manchmal Honigdachsfälle. Da werde ich jetzt mal hinfahren. Ja, dann wollen wir mal da jetzt hinfahren. Er ist hier nur alle am Rumballern und dann bekennt die gar nicht. Aber ist ja auf dem goldenen Pfad, ist ja Krieg. Also müssen sie ja rumballern. Das wäre dann. Aber ich hätte mich da ein bisschen mehr Leute oder mehr Armeen gewünscht oder so. Ich weiß nicht. Also viel zu viel. Noch mehr Leute. Das ist zu wenig, finde ich hier. Also ich fahre jetzt nicht. Das macht der jetzt hier alleine, das finde ich so lustig. Ganz chillig. Aline Fahr macht ja wieder klar, macht mehr Spaß, aber oh, naja. So, also, Saval sagt, dass wir zu unseren Wurzeln zurückkehren müssen, um Kyrat zu retten. Ich glaube, da könnte was dran
Ach so, ja. Ja, sorry, ich mach die Musik immer aus. Das ist gerade beim Upload wegen Lizenz, Urheberrechte und sowas spaßige. Gas geben, das ist cool. Oh, ist schon vorbei. Toll, wir haben kein Fleisch. Ah, ich wollte nicht killen. Oh, das ist jetzt schlecht. Müssen wir erstmal ein Tier finden, was wir killen können? Hier wurden welche umgebracht. Okay. Durchsuchen. Das ist gut. Ich weiß jetzt nicht, was der hier macht. Aber wir brauchen jetzt Fleisch. Adler! Ja, ein Adler ist mir egal. Ich brauche Fleisch. Aber ich habe auf die Viecher gehört. Die rennen hier rum. Oh, ja, na, mit Nashorn. Aber wir brauchen ja Fleisch, also dann wird sich das ja eigentlich ganz gut machen. Dann schieße ich jetzt mal in aller Wärme. Der hält schon was aus, also so ein Nashorn. Das ist auch sauer. Am besten ist immer ins Gesicht. Immer ins Gesicht. Jetzt gucke ich mal, ob es klappt, was ich vorhabe. Ne, das ist der Falsche. Ist das ein falsches Tier? Eigentlich wollten wir diesen Marder oder was das ist. Aber der soll hier auch rumwühlen. Das sind nur die Affen.
was versteckt sein? Oder hier muss was versteckt sein? Schon mal, dass ich immer hier drin war. Wie war ich schon mal hier drin? Gut. Okay. Also wir machen mal. Durch ein Update oder sowas, dass es halt mal halt die Pfütze. Fleisch gebrauchen. Ah, schade, war zu schnell. Sagt, der liegt eigentlich, sollte der hier liegen, aber irgendwie klappt das heute nicht. Ich weiß auch nicht warum. Dann holen wir uns noch mal ein bisschen Fleisch. Jetzt bin ich in diesem anderen Gehege, wo ich eigentlich gar nicht sein will. Aber ich muss ja endlich mal diese Dachse finden. Guck ich mal, ob jetzt einer kommt. Das sind die Viecher. Ja, die halten was aus. Freunde hier. Ja, bleib doch mal ruhig. Bleib chillig. Reicht aber leider nicht. Wir brauchen noch einen.
sehr schnell unterwegs, die Leute hier. Und halten auch dementsprechend viel aus. Wenn ihr die ins Gesicht schießt. Habe ich alle? So, dann können wir das jetzt upgraden endlich. Dann ist das jetzt fertig. Oh, gut. So. Jagdfell. Bärenhaut. Ja, da weiß ich jetzt nicht, wo genau. Schneeleoparden, die sind meistens... Nebelpanda. Ich hab die auch schon gesehen. Das sind auch so eine... Ja, wie soll ich euch das sagen? Ich komme einfach. Einfach nur so, weil die gibt es gar nicht auf der Karte bis jetzt, habe ich gesehen. Das ist halt recht amüsant an der ganzen Geschichte. Die kommen einfach. Wenn man auch das mit Beute nimmt, schmeißt man auch so mehr wie Beutetiere. Mit der Bärenhaut. Kannst mir vorstellen. Meistens habe ich sie hier beobachtet mal. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum eigentlich mein Inventar so leer ist. Also, dieses Inventar sollte eigentlich schon voll sein. Also fertig sein. Naja. Mal gespannt, ob die jetzt hier auftauchen. Bärenfell wüsste ich wahrscheinlich noch. Da müsste ich aber jetzt mal liegen. Also, das sind nur Hunde. Das ist jetzt doof. Schneeleoparden, die sind schon ein bisschen recht lustig. Ein Adler! Ein Adler! Den konnte ich jetzt nicht runterschießen. Probier's mal hier. Kommen wieder Hunde nur. Ja, wenn immer schon mein Fleisch isst, brauche ich auch mein Fleisch wieder. Ne? Eher die Scharappen.
ruhig, die Süßen. Ja, aber man muss sich wirklich ein bisschen, wie sag mal so, ausprobieren. Irgendwas kommt immer. Ah, jetzt kommen da die Viecher. Sauer jetzt, weil er nicht mehr kriegt. Ja! Ich bin ein Liebster. Nein! Ja, die können wehtun. Oh, jetzt gibt's doch ja auch nicht. Ich muss mich jetzt mal heilen. Und dafür habe ich jetzt so viel Arbeit. Nur wie ein bisschen Fleisch. Ja, Bärenfell. Frag mich nicht. Eigentlich. Diese Nebelpanda-Tier, die sind eigentlich hier auch in der Nähe. Nur nochmal ein Weg. Rekel. Die habe ich voll in. Naja, na, da wäre das nicht schon. Unterwegs. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt unterwegs bin gerade. Die können auch gemein werden. Da ist er. Da haben wir einen Bär. Hier nochmal eine Skizze. Aber wir brauchen ja nochmal einen. Dann kommt der nächste Brownie. Ja, so geht es auch. Jetzt hat man die Pfeile gespart, kann man so sagen. Jo, dann kann ich jetzt schon wieder das nächste upgraden. Ja, dafür brauchen wir auch Schneeleopardenfell. Wie spät ist denn das jetzt schon wieder? Wir wollen ja nicht das Let's Play überziehen, ne? Ah, 25. Ja. Wo könnte man noch so einen kriegen? Kannst du mal hier probieren? Das ist unterschiedlich.
eigentlich wirklich total unterschiedlich, wo sie auftauchen. Moment. Man kann den immer wieder ausbeuten. Ich weiß nicht, untersuchen. Das ist total lustig. Also wenn man Geld wirklich mal braucht, geht einfach hierher. Man kann die immer wieder untersuchen. Man kriegt dann, ist nicht viel, was man kriegt, aber sind ja auch dann nochmal Wertgegenstände, die sie mit sich rumtragen. So. Ich gucke mal jetzt hier. Da rennt bloß ein Schweinchen rum. Was jetzt hier kommt? Ein Adler greift an! Wow! Ich höre was. Da sind sie. Das sind sie. Also merkt das euch, wenn ihr sie sucht. Hier findet ihr sie. Soll ich was angeln? Ah, jetzt kommt ein rauer Köter. Aber ich sehe schon mal, man kann was abdrehen. Wieder. Sprengstofftasche. So ohne schlecht. Gut. Haben wir noch was für einen Schneeleopard? Hm. Also wir brauchen noch ein paar Schneeleoparden. Genug Fleisch gibt's ja. Gucken, was kommt. Ist aber kein Schneeleoparde. Das ist wieder ein anderer komischer Typ. Ein Nebelpanda-Fell. Also hier kommt alles. Kann man so sagen. Jetzt kommt ein Wolf. Okay. Na, warum nicht? Da haben wir jetzt schon eigentlich fast alle durch. Tibet-Wolf. Probieren wir mal jetzt das andere. Probieren wir das gleiche nochmal. Und gucken, was jetzt kommt. Ich bin mal jetzt interessiert. Vielleicht kommt jetzt auch noch. Ja, war mir klar. War nicht der Falsche. Was höre ich hier? Oh,
schmeißen wir mal nochmal da was hin. Gucken, ob vielleicht nochmal ein Schneeleopard kommt. Ah, ist der falsche. Aber dann können wir unser Karma ja. Dreckzieh. Na gut. Ist nicht der, den wir wollten? Wir brauchen ja das Fleisch halt, ne? Wie gesagt, die sind so. Man kann sie nur über dieses Fleisch finden, ist mir mal aufgefallen. Weil so richtig finde ich die auch nicht. Guck mal jetzt da. Schneeopard. Da haben wir doch wieder. Zwei davon. Wie habe ich das bloß überlebt? Das sieht doch nicht. Lass sie schlafen. Oh, noch ein Tiger. Den brauchen wir ja auch noch. Oh, der wird... Ja, ja. Oh, mein Süßer, ja. Papa braucht dich. So, mal gucken, was jetzt noch kommt. Schön. Die Sammlung ja auch schon fertig. Gut. Warte mal. Lass mal kurz gucken. Eigentlich sollte doch wartet auf die. Ja, mir fehlt nur eins. Einer fehlt. Mal schauen, vielleicht kommt ja noch einer. Ja, guck mal, da ist einer. Jetzt kommt der Spruch wieder. Boah, wie die alle nachladen. Wie habe ich das überlegt? Heilige Scheiße! Alles geht in Flammen! Der brennt sich doch erstmal ihn ab! Und... Aha! Ich tue ihn mal von seinen Schmerzen erlösen, oder? Lol! Man soll ja auch nie mit Feuer spielen! Der ist gut. Man soll ja nicht mit Feuer spielen. So, da haben wir das auch geschafft. So. Guck mal nach der Zeit, was die Zeit sagt. Ah, oh, schon wieder 34. Ja, meine Freunde, ich hoffe, euch hat das kurz gefallen. Beim nächsten Let's Play habe ich überlegt, wahrscheinlich mal so eine Burg alleine anzugreifen. Mal gucken. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, abonniert mich oder macht ein Like unter dem Video oder schreibt einen Kommentar. Ich antworte zurück und freue mich zu den nächsten.